30 Milliarden Dollar, so viel Geld wurde innerhalb eines Wimpernschlags gestern bei Adobe vernichtet. Die Aktie, die hat 17% am Wert verloren. Wir schauen uns in diesem Video an, warum das so ist. Ich habe das Thema im Freitagsupdate für unsere Cashkurs-Trends-Mitglieder behandelt. Ja, und diesmal gibt es mal auch für den freien Bereich für euch auf dem YouTube-Kanal auch mal diesen Ausschnitt kostenlos zur Verfügung. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ich freue mich auch über jedes Kanal-Abo. Wie gesagt, ich möchte 1000 Abonnenten endlich voll machen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da und nach dem Intro geht's gleich los. Und zum Schluss habe ich heute noch was mitgebracht, eine Aktienvorstellung. Adobe habe ich heute mitgebracht, die Aktie, die verantwortlich ist beispielsweise für Adobe Photoshop, die Erfinder oder die erfolgreichen Vermarkter der PDF, die wir heute, ja, ohne die wir im Grunde ja nicht mehr leben können, sozusagen. Und Adobe hat auch noch weitere Produkte im Programm, Adobe Premiere beispielsweise fürs Videoschneiden, fürs Filmeschneiden. Und ja, das Unternehmen, das verfügt über ein sehr interessantes Geschäftsmodell, denn man verkauft Software auf Abo-Basis und das sorgt eben für sehr schöne und planbare wiederkehrende Einnahmen. Das führt auch dazu, dass es sich hierbei um ein sehr konjunkturresistentes Geschäftsmodell handelt, denn im Grunde, jetzt nehmen wir nur mal den Medienbereich her. Welches Medienhaus kann sich heutzutage schon leisten, zu sagen, okay, die Kosten steigen, die Lohnkosten steigen, jetzt verlängern wir deshalb mal die Adobe-Lizenz nicht. Ja, wie will man dann eine Zeitung bauen sozusagen, oder wie will man ein PDF erstellen, oder ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also Adobe ist im Grunde vom Geschäftsmodell hier relativ ähnlich wie Microsoft, man kommt nicht um das Unternehmen rum. Denn auch es ist auch so, dass Adobe hier ja die Marktführer, die Vorherrschaft hier in diesem Markt hat für verschiedenste mediale Bereiche. Und das sorgt auch dafür, dass wir es hier mit einem wunderschönen Umsatz- und Gewinntrend zu tun haben. Also hier auch nochmal mitgebracht, die Ergebnisentwicklung, die war, ja, ich sage mal, stetig aufsteigend. Und hier ist dann aber so richtig der Knopf aufgegangen. Ja, warum das? Weil genau hier ja in diesem Zeitraum ungefähr hat Adobe damit angefangen, ja nicht fixe Lizenzen auf, ich sage mal, ein Jahres-, zwei-, drei-Jahres-Basis zu verkaufen, sondern man ist hier auf das Abo-Modell umgestiegen, beziehungsweise auch auf das Cloud-Modell. Hat dadurch wiederkehrende Einnahmen ganz massiv forciert, hat auch dadurch geschafft, da man ja auf eine Cloud aufbaut, konnte man hier auch besser, oder kann man bis heute auch noch besser auswerten, welche Programme, welche Funktionen die Nutzer am meisten verwenden, welche vielleicht nicht, und dadurch kann man das eigene Programm oder die eigenen Programme ja immer zielgenauer justieren hier, kann neue Dienstleistungen bieten, kann dadurch auch ein bisschen mehr was an Prämie verlangen auch oder an Abogebühren für diese Modelle oder für diese Programme. Ja, und das sorgt dafür, dass diese Umsätze in den letzten Jahren ganz besonders stark gestiegen sind. Gleichzeitig sind auch die Margen gestiegen, also man bietet zwar ein paar Funktionen mehr, man hat aber deshalb nicht auch mehr Kosten deshalb, und das hat dazu geführt, dass es zu einem schön ansteigenden Margentrend gekommen ist. Jetzt zuletzt mit dem letzten Geschäftsjahr hat sogar eine freie Cashflow-Marge von jenseits der 40% erzeugt dadurch. Also im Grunde ist ein bisschen deckungsgleich auch mit dem Geschäftsmodell von Autodesk. Also man hat hier kaum Kosten, man verkauft Software von der Stange, würde ich mal sagen. Man braucht keine Logistik und man braucht auch keine Fabriken. Man baut einmal eine gute Software, verkauft die dann unzählige Mal und kann die ja immer den vollen Preis dafür in Rechnung stellen. Und das sorgt eben dafür, dass man so extrem hohe Margen hat. Deshalb Adobe meiner Meinung nach hier auch ein klarer Nachkauf, denn oder ein klarer Zukauf, wer die Aktie noch nicht hat. Denn wir haben es mit einer massiven negativen Kursreaktion zu tun bekommen. Ich blende hier auch mal gleich den Chart ein. Um knapp 20% ist die Aktie gestern in die Knie gegangen.
Man hat zuletzt auch Quartalszahlen gebracht, aber was hier zu diesem Kursabsturz gesorgt hat, ist die Übernahme von Figma gewesen. Ich hoffe, ich spreche das mal richtig aus. Für 20 Milliarden Dollar hat man ein Unternehmen übernommen, das selbst nur einen Umsatz von knapp 400 Millionen Dollar generiert. Also, das ist schon mal eine Hausnummer, die man hier mal auf den Tisch gelegt hat. Die Übernahme, die wird zur Hälfte in Aktien, zur Hälfte in Cash abgewickelt. Also, das wird dann auch nicht sonderlich die Bilanz in Mitleidenschaft ziehen. Und da man ja eine ganz ordentliche Bewertung hat, ich glaube so knapp 144 Milliarden Dollar ist man wert, kann man, ja, muss man auch nicht mit einer massiven Verwässerung der Bestandsaktionäre rechnen. Trotzdem, die Aktie, die hat deutlich gelitten, hat gestern allein durch diesen Abverkauf rund 30 Milliarden Dollar an Wert verloren. Also wie gesagt, für eine 20 Milliarden Dollar Übernahme dem gegenüber steht ein Kursverlust von 30 Milliarden Dollar. Also hier könnte es sich tatsächlich um eine bewertungstechnische Gelegenheit handeln. Zudem ist es ja auch so, dass Adobe durch diesen deutlichen Cashflow, den man jährlich generiert durch diese hohen Margen, beispielsweise für dieses Jahr mit einem freien Cashflow von 7 Milliarden Dollar plant, im nächsten Jahr sollen es schon 8 Milliarden Dollar sein. Also dadurch sollte es auch möglich sein, diese Figma-Übernahme ja, innerhalb 2 bis 3 Jahren auch zu egalisieren sozusagen. Klar, es ist eine viel zu teure Übernahme meiner Meinung nach, aber wahrscheinlich ist Adobe auch gezwungen gewesen hier zu dieser teuren Übernahme, denn wenn man sich so in Branchenkreisen umhört, handelt es sich bei den Produkten, die Figma anbietet, hier geht es ja auch um Produkte, die ja gut ins Geschäftsmodell von Adobe reinpassen. Ins Photoshop-Programm. Hier konnte Figma in den letzten Jahren ja massive Wachstumsraten erzielen. Die Brancheninsider, die haben geschwärmt für dieses Programm. Figma hat auch beispielsweise eine Net Retention Rate von 150% vorgewiesen. Wenn wir beispielsweise eine Net Retention Rate von 100% haben, dann heißt das, dass die Kunden jährlich den Dienst verlängern, so zu den gleichen Bedingungen. Wenn wir aber beispielsweise eine Net Retention Rate, eine Güte, von 150% haben, dann heißt das, dass die Kunden nicht nur verlängern, sondern auch noch aufstocken weitere Dienste. Und das ist für mich auch ein klarer Fall, oder ich kann es damit ein bisschen eher nachvollziehen, warum man hier so viel Geld auf den Tisch legt, denn bei Figma hat es sich anscheinend auch schon um einen aufstrebenden Konkurrenten, zumindest in Teilen für Adobe, gehandelt und hier ja wahrscheinlich dieses ganze Thema vorher im Keim erstickt, für immer noch für einen sehr hohen Betrag meiner Meinung nach. Aber ja, langfristig wird sich das Thema auszahlen, bin ich auch der Meinung, wenngleich jetzt auch zu einem ja, stolzer Preis ist, glaube ich, sehr, sehr stark untertrieben. Schauen wir uns aber mal kurz den Chart an und dann schauen wir uns auch nochmal die fundamentale Situation hier an. Hier sehen wir ein deutliches Gap Down, hat man auch kurz vorher gesehen. So kauft man jetzt sowas, okay, die Aktie von Adobe 17% minus, Rabattschild ist jetzt dran an der Aktie, kauft man jetzt wegen den 17% Rabatt? Nein, würde ich nicht machen, denn in aller Regel ist es so, wenn wir einmal ein Gap Down sehen, dann ist es in der Regel nicht so, dass wir eine V-förmige Erholung sehen. Falls ja, dann habe ich hier auch mal sicherheitshalber für mich persönlich hier beziehungsweise für Cash Cross Trends auch mal einen Kursalarm reingelegt bei 350 Dollar. Also wenn man tatsächlich hier über dieses Niveau rüberkommt beziehungsweise idealerweise dieses Gap schließen kann über 375 Dollar, das wäre dann ein sehr positives Zeichen. Aber meine Erwartungshaltung ist eher so, jetzt sehen wir ein bisschen was Wackeliges nach oben, danach nochmal weiter gen Süden. Also das wäre, ja, ich würde mal sagen, das wäre das realistischste Szenario, auf das wir hier warten können, beziehungsweise die Aktie, die wird uns jetzt auf die Schnelle nicht wirklich davonlaufen. Also das mal zum Charttechnischen, wieder dasselbe Thema. Wer sagt, okay, Adobe-Aktie ist cool, wir schauen uns jetzt auch gleich die Bewertung an, ist jetzt interessant bewertet, die kaufe ich mal, okay. Mit 20% der Summe, die man im Kopf hat, kann man das jetzt mal machen. Eine erste Position reinlegen, aber hier bitte nicht jetzt noch weiß Gott wie massiv einsteigen, denn die Aktie, die könnte noch wesentlich günstiger werden, auch in den nächsten Wochen. Schauen wir uns aber noch mal kurz ein Thema an, das mir hier besonders wichtig ist auch.
wenn wir hier über die Aktie sprechen. Und zwar geht es hier um die bilanzielle Geschichte, um die bilanzielle Qualität. Das Unternehmen hat eine starke Bilanz, also von daher gibt es hier auch nichts, nicht viel zu meckern. Das einzige Thema, was hier erwähnenswert ist, was mir nicht ganz so gut gefällt, ist die hohe Goodwill-Position. Man hat auch in den letzten Jahren einiges an Übernahmen gemacht und das ist immer so, ein Unternehmen hat ja einen bestimmten Wert laut der Bilanz, also das entspricht dann im Grunde dem Eigenkapital vereinfacht gesagt oder dem Buchwert anders formuliert. Das entspricht aber in aller Regel natürlich nicht der Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung, die liegt in der aller Regel deutlich über diesen normalen Buchwert. Das kann das Dreifache des Buchwerts sein, das kann das Achtfache, das kann das 15-fache des Buchwerts sein. Ja, je stärker ein Unternehmen ist, desto stärker weicht auch die Marktkapitalisierung von diesem Buchwert ab. So. Es ist aber so, wir müssen das ja bilanziell irgendwie auch einfließen lassen. Wenn man jetzt ein Unternehmen kauft, dann fließt im Grunde der Buchwert unterm Strich, ganz vereinfacht gesagt, in die Bilanz ein. Aber alles, was man darüber als Aufschlag bezahlt hat, das wird dann als Goodwill verbucht. So, das Problem hierbei ist, also diesen Goodwill, diesen guten Willen, also den guten Willen, den man bewiesen hat, hier mehr auf den Tisch zu legen, das ist ja im Grunde ein Asset, das ist auch in der Bilanz, das muss ja hier auch aufgeführt werden, aber das ist im Grunde Luft, würde ich mal sagen. Das ist das Problem jenes. Die Figma, das Unternehmen wurde übernommen. Es würde sich jetzt aber im Nachgang in den nächsten Jahren herausstellen, dass die Wachstumsraten, die man hier veranschlagt hat, mit denen man rechnet, dass sich die nicht erzielen lassen mit dem übernommenen Konzern. Und das führt dazu, dass man hier diesen Goodwill, also diese, was weiß ich, wahrscheinlich die 19 Milliarden, die man hier mehr bezahlt hat oder vielleicht sogar noch mehr, die muss man abschreiben. Und das sorgt dafür, dass diese Abschreibung auf den Goodwill auch direkt das Eigenkapital mit nach unten zieht. Deshalb machen es ja sehr konservative Investoren auch so, dass sie vom Eigenkapital den Goodwill komplett schon abrechnen, um hier auch ich sag mal, kein Risiko, kein zusätzliches zu haben, beziehungsweise ein mögliches zusätzliches Risiko schon von vornherein mit berücksichtigt haben. So, deshalb habe ich hier diese zwei beiden Balken, also einmal die gewöhnliche Eigenkapitalquote, die ja knapp unter 60% beziehungsweise ein bisschen über 50% liegt, beziehungsweise die Eigenkapitalquote schon mit abzüglich des Goodwills und hier sind wir ja knapp über der Nulllinie, was weiß ich, sind es 7, sind es 8%. Also es ist eine relativ schwache Eigenkapitalquote. Sehen wir aber auch bei Autodesk, hier sehen wir sogar eine negative normale Eigenkapitalquote ohne diese zusätzliche Abrechnung durch den Goodwill. Also worauf wir uns hier gefasst machen werden müssen, wahrscheinlich in den nächsten Jahren, ist auch hin und wieder mal eine Abschreibung auf diesen Goodwill, was wiederum den Aktienkurs nach unten ziehen könnte. Also, wer hier investiert, soll auch dieses Thema des Goodwills, klingt jetzt ein bisschen langweilig vielleicht auch, aber ist effektiv ein sehr wichtiges ja, Risikomerkmal, das ich hier auch nicht unbeantwortet bzw. unerwähnt lassen möchte. Was mir aber jedenfalls sehr gut gefällt, das sind hier die Renditen, die man auf das eingesetzte Kapital hat. Beispielsweise haben wir es hier mit einer Eigenkapitalrendite ja von jenseits der 30% zu tun. Und jetzt ist es im Grunde ganz eine einfache Rechnung. Wenn wir auf unseren Einsatz eine theoretische Rendite von 30% kriegen, eine Verzinsung, grob gesagt, dann müsste die Aktie ja tatsächlich auch von Jahr zu Jahr, wenn sich am Geschäftsmodell selbst nichts ändert, müsste die Aktie ja jährlich um 30% zulegen. Rein theoretisch gesprochen. Also es wäre auch durchaus möglich, dass das passiert. Auf die Euphoriebremse gedrückt, natürlich nur, wenn alles gleich bleibt. Wenn wir es mit einer Wirtschaftskrise zu tun bekommen, wenn die Zinsen weiter steigen, dann nagt das natürlich auch am Aktienkurs. Also sind diese 30% mal ein theoretischer Richtwert. Aber zumindest mal eher ist es hier wahrscheinlich mit einem Unternehmen wie Adobe hier gutes Geld zu verdienen, als mit Unternehmen, die eine Eigenkapitalrendite vielleicht von nur 5 oder von nicht mal 10% haben. Was hier besonders wichtig ist, dass diese Story, diese Rendite auch überhaupt realisierbar ist, das ist auch die Aktie zu einer attraktiven Bewertung zu kaufen, das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Also wenn es nützt uns nicht, eine Aktie zu kaufen mit einer Eigenkapitalrendite von 30%, wenn im Aktienkurs das alles schon eingepreist ist. Bei Adobe ist es jetzt durch diesen Kursrückgang aber dazu gekommen, dass wir auch von der Bewertungsseite hier das klare Go haben, meiner Meinung nach. Denn ja, während also das Verhältnis zwischen Kurs und freien Cashflow ja in der Spitze über 55 lag,
liegt es jetzt wieder im bzw. sogar unter des langfristigen Durchschnitts. Also 20,5, so lautet das Kurs-Cashflow-Verhältnis jetzt für die letzten 12 Monate. Im Schnitt der letzten Jahre lag das aber bei 25. Also angenommen, dass jetzt 20, dass das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 20 eine faire Bewertung wäre, ja, dann wäre es durchaus möglich, dass wir hier mit Adobe Renditen erzielen könnten in den nächsten Jahren, die deutlich über den Renditen liegen, die man ja mit dem Gesamtmarkt erzielen könnte. On the long run ist aber ganz wichtig, denn hier kann es natürlich von einem Jahr zum anderen auch mal mit einer Kurskorrektur können wir auch vielleicht mal rechnen. Aber ich würde mal sagen, auf einen Zeitraum von vielleicht 10 Jahren wäre es durchaus möglich, beziehungsweise meiner Meinung nach sogar wahrscheinlich, dass man hier den Markt schlagen kann.